Einen wunderschönen guten Tag zu einem adventlichen Attest, auch wenn das, was ich teste, gar nicht so wirklich mit Advent zu tun hat. Es gibt Fisch. Ist ja eigentlich erst wahlweise Heiligabend oder Silvester aktuell. Aber ich habe hier sehr speziellen Fisch und ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich bin ja da sehr konservativ. Man ist entweder Ölsardinen oder irgendwie Makrele oder Thunfisch. Aber das ist ja hier schon so ein bisschen, geht ja schon in die Richtung Gedöns. Sag ich mal, von Rügenfisch der Scumba Mix. Der muss mir jetzt natürlich schmecken, weil den habe ich zum Geburtstag, glaube ich, mal geschenkt bekommen in einem Rügenpaket. Und jetzt gucke ich mal, ob denn sich dieses Geschenk auch, naja, Scumba Mix, Scumba muss irgendwas mit Makrele zu tun haben, denn. Hier steht Makrelenfilet als Zutaten, Scumba Scombrus. Immerhin 50%. Classic. Makrelenfilet ist zerkleinert mit Gemüse und Tomatenmark. Mit Paprikawürfeln, Gurkenwürfeln, Trinkwasser, Tomatenmark, Zucker, Rapsöl, Gewürzen, Speisesalz. Dazu Guar-Kernmehl, Branntweinessig, Weizenmehl. Kommt aus Sassnitz auf Rügen, Straße der Jugend. So muss das sein. Straße der Jugend. Okay. Haltbar bis Silvester 2020. Das sollte also noch ganz gut sein. 3 Jahre kann ich das noch umstehen lassen, theoretisch. Tja, sieht auf jeden Fall schon mal interessant aus. Ich kann jetzt nicht sagen. Ja doch, ja, es riecht. Ich habe kein Brot zur Hand, um das jetzt richtig aufs Brot schmieren zu können. Deswegen mache ich das jetzt einfach mal mit einem Löffel. Guck gleich so eine kleine Geräte raus. Ja, das ist ganz okay. Schmeckt so ein bisschen wie dieses normale, was man ja mal kauft mit Tomatenfisch. Hier natürlich so ein bisschen durch das Gemüse, durch die Paprika, so ein bisschen schärfer. Aber das kann man sich durchaus aufs Brot schmieren, auch wenn ich sagen muss, es sieht nicht besonders gut aus. Es sieht schon so ein bisschen moppelkotzelig aus. Schmeckt aber besser. Als es aussieht, das ist eigentlich die Hauptsache. Ich muss sagen, also für mich wirkt es ja immer so, wie ich habe es ja erklärt, für mich wirkt es mal ein bisschen abschreckend, aber man kann es essen. Deshalb eine vorsichtige Empfehlung für diesen Rügenfisch Scumba Mix. Warum man immer das auch so nennt.